Das kommt da auch rein, natürlich. Da kommt alles rein und hinterher ist das alles eine wunderschöne pastöse Masse. Mit Schlachtabfällen stellen wir die billigste Wurst der Welt her. Völlig legal, um sie dann möglichst teuer an den Mann zu bringen. Also ich gehe mein Fleisch nur beim Metzger einkaufen, dann zahle ich gerne mehr. Metzgermeister Franz Josef Voll. Sie kennen sich aus mit Wurst. Ja, sehr gut sogar. Zum einen hat die Industrie natürlich geniale Zusatzstoffe entwickelt. Zum anderen geben wir Wasser dazu. Und Wasser kostet in der Produktion ja nun mal gar nichts. Und dann hat er noch was mitgebracht. Knochen. Was haben die mit Wurst zu tun? Hier haben wir vom Schweinehals die Knochen. Hier haben wir Hüfte. Was ist das hier? Das Schweineschwänzchen. In die Maschine geht alles. Die kommen da auch rein? Die kommen da auch rein, natürlich. Die Maschine zerbricht jetzt diesen Knochen total. Da entsteht so eine Art pastöse Masse. Das ist eigentlich kein Fleisch mehr. Das darf auch nicht mehr Fleisch heißen. Hier haben wir also Schweineseparatorenfleisch. Das ist richtig Matsch. Richtig Matsch. Und hier habe ich Geflügelseparatorenfleisch. Das Eiweiß liegt ja völlig offen, alle Muskelfasern sind zerstört. Und da wäre der Angriff der bakteriologischen Belastung sehr hoch. Interessant. Mit ihm wollen wir jetzt einen Geflügelbierschinken herstellen. So günstig wie möglich. Das ist unser Separatorenfleisch. Klar. Separatorenfleisch kommt auch in unsere Wurst. Das ist völlig legal, wenn es nachher auch angegeben wird. Und dann? Hühnerhaut soll ja eine Geflügelwurst werden. Die hat natürlich den Vorteil, das Zeug kriegen sie fast geschenkt. Wen wundert's? Ein Kilo kostet uns nicht mal 20 Cent. Ein bisschen Fleisch muss natürlich sein. Bei uns viel Schwein. Auch das ist bei einer Geflügelwurst erlaubt. Jetzt wird's richtig billig. Insgesamt kommen 4 Liter Wasser rein. Fast ein Fünftel unserer Grundmasse ist damit Wasser. Das streckt und kostet so gut wie nix. Am Schluss das Brät noch mit geschnittenem Puttenfleisch vermengen. Dann kann unser Geflügelbierschinken abgefüllt werden. Dank Wasser, Hühnerhaut und Separatorenfleisch hat uns ein Kilo Wurst nicht mal einen Euro gekostet. Das Aussehen ist perfekt, zumindest von außen. Noch kurz abschrecken. Doch wie sieht sie nun von innen aus? Oh, die ist gut gelungen. Die große Hut. Das ist doch genial. Ja, das ist genial. Aus. Aber schmeckt sie auch? Zuerst. 2 Stück. Super. Für ein Billo-Bier schenken super. Ja. Für nur Bier dazu. Ja. Klar, dass unsere 2 Metzger von ihrem Produkt überzeugt sind. Aber kommt der Billig-Geflügel-Bierschinken auch bei Kunden an? Das will Jan Boris gleich ausprobieren. Jan Boris fragt in der Fußgängerzone, kennt dort jemand diese ominöse Zutat? Was verbinden Sie mit Separatorenfleisch? Mit was bitte? Dem Begriff Separatorenfleisch. Da kriegen Sie jetzt eine vollkommen verständliche Antwort. Überhaupt nichts. Kein Begriff. Noch nie gehört? Nee. Nee? Nee. Das müsste. Schwierig, ich hab nicht mal eine Idee jetzt. Das hat irgendwas mit dem Wort separat zu tun, aber ich kann mir jetzt nichts weiter vorstellen. Was ist denn das? Wie kommt es, dass anscheinend niemand Separatorenfleisch kennt? Ich habe von Separatorenfleisch erfahren. War mal im Supermarkt, habe mich umgeguckt und nirgendwo steht was davon drauf. Wie kann das sein? Es gibt tatsächlich nur eine Handvoll Produkte im Handel, auf denen Separatorenfleisch als Zutat deklariert ist.
Und das ist in der Tat sehr merkwürdig, denn es werden enorme Mengen davon produziert und wie wir leider vermuten müssen, dem Verbraucher wohl ohne Kennzeichnung untergejubelt. Da Separatorenfleisch in der Herstellung sehr viel billiger ist als Muskelfleisch, lässt sich hier sehr viel Geld verdienen. Glaubt man den letzten offiziellen Zahlen der EU, werden jedes Jahr rund 130.000 Tonnen Separatorenfleisch in Deutschland produziert. Davon werden knapp 60.000 Tonnen exportiert. Das heißt, 70.000 Tonnen bleiben in Deutschland. Aber was passiert damit? Immerhin könnte man damit fast 2 Milliarden Bockwürstchen herstellen. Würde es denn was bringen, wenn ich damit mal ins Labor gehe und das einfach kontrollieren lasse? Das ist genau das Problem. Mit den gängigen Analysemethoden kann man Separatorenfleisch im Endprodukt einfach gar nicht nachweisen. Das heißt, Betrüger haben derzeit leichtes Spiel. Also man kann nichts dagegen tun? Doch, man könnte etwas dagegen tun. Die Behörden können nämlich anhand der Lieferwege nachvollziehen, wo dieses Separatorenfleisch verarbeitet wird und somit auch sicherstellen, dass es im Endprodukt ordnungsgemäß gekennzeichnet wird. Was wissen die Behörden über die Lieferwege und die Verarbeitung? Jan Boris fragt mal bei den zuständigen Ministerien in allen Bundesländern nach. Wir recherchieren gerade zum Thema Separatorenfleisch. Erstaunlich. In Niedersachsen etwa hat man nur Daten fürs Jahr 2014. Sachsen will uns keine Auskunft geben. Und aus Sachsen-Anhalt heißt es: Der amtlichen Lebensmittelüberwachung liegen statistische Daten zu Handelsströmen in der Regel nicht vor. Das schreiben uns auch andere Länder. So richtig Ahnung hat anscheinend niemand. Doch kann man solche Wurst Kunden andrehen, ohne dass es jemand merkt? In Heidelberg will Jan Boris das gleich ausprobieren. Wird er mit seinem Billiggeflügelbierschinken punkten können? Zur Erinnerung: Drin stecken vor allem minderwertige Zutaten. Wasser, günstiges Separatorenfleisch und Hühnerhaut. Haben Sie Lust, ein Stück von unserem Geflügelbierschinken zu probieren? Die Passanten greifen beherzt zu. Was sagen Sie dazu? Schmeckt Ihnen? Würzig, ja, sehr gut. Ja? Ja. Mhm. Ja, schmeckt gut. Ja, was gefällt Ihnen? Gutes Aroma, gute Konsistenz. Ja. Was würden Sie ausgeben für so eine Wurst? Ungefähr so. Wie groß ist die? Also so eine ganze, oder? Ja, nee, so 100 Gramm. Was kauft man so normalerweise? 100 Gramm? 2 Euro. Gramm? Ungefähr. Wenn es so guter ist, würde ich sagen 2 Euro. Okay, cool. Das ist mehr als der Standardpreis. Ja. 3-4 Euro? 3-4 Euro? Wow. In der Herstellung hat unser Bierschinken nicht mal 10 Cent pro 100 Gramm gekostet. Die Welt ist krank. Wir selber sind krank. Also ich sage Ihnen, was wir gemacht haben. Wir haben, um nachvollziehen zu vollziehen, was die Industrie macht, das Billigste vom Billigen genommen. Hühnerhaut, Separatorenfleisch, das ist so ein Fleischbrei, Fett, Wasser, das alles gemischt und dann eine sehr billige Wurst hergestellt. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Wir finden das super eklig. Ich glaube, ich spreche da für uns beide. Und wenn man es weiß, fühlt man sich verarscht irgendwie. Gut, also Sie dann fühle ich mich jetzt ganz schlecht, weil ich so was Ekliges gegessen habe. Ja. Diese hausgemachte Billigwurst lieber liegen lassen. Und die Industrie produziert sogar noch günstiger. Jan Boris geht dem Separatorenfleisch weiter nach. Nur wenige Brancheninsider sind bereit, mit uns zu sprechen. Manche von ihnen bestreiten den Einsatz, andere bestätigen ihn. Was wissen Sie denn über den Einsatz von Separatorenfleisch? Bei allen, bei denen ich gearbeitet habe, wurde Separatorenfleisch verwendet. Wenn ich früher 100 Kilo Wurstbret hatte, dann waren davon rund 60 Kilo Fleisch und 40 Kilo waren Separatorenfleisch. 40%? Warum wird dieses Separatorenfleisch bei der Wurstherstellung denn überhaupt eingesetzt? Warum findet man dann kaum eine Wurst, auf der es deklariert ist? Jan Boris recherchiert weiter und besucht den größten Branchentreff für das Fleischerhandwerk. Später kommt Jan Boris mit einem Aussteller ins Gespräch. Der verrät uns: Separatorenfleisch ist ein idealer Rohstoff, der nur ein paar Cent kostet.
Wir haben in Deutschland unterstes Niveau für Fleisch. Erstaunlich. Auch hier hören wir vom Einsatz von Separatorenfleisch. Doch auf kaum einer Wurst in Deutschland ist es deklariert. Dem Verbraucher bleibt nur eins.